Aber für die Zukunft, mein Herr, ja, da mag sich euresgleichen für meinesgleichen, also für meinesgleichen Urlaubserlebnis sozusagen schon noch einiges einfallen lassen. Also? Na, wie gefällt euresgleichen denn zum... Was ist das? Gefiele. Ah. Ja? Wie gefiele euresgleichen? Ja. Zum Beispiel ein Unterwasserhotel im Aachensee. Ja? Oder künstliche Lawinen. Mit Fahrgelegenheit. Ja? Oder Seilbahnstationen in Form von Prosecco-Dosen. Oder darf es vielleicht ein elektronisches Leitsystem als Orientierungshilfe in den Bergen unsein sein? Na, die Harakiri-Pisten gibt's ja schon, für euresgleichen halt nur als Postkarten. Das ist doch pure Utopie, die da aus dem Munde ihresgleichen kommt. Utopie? Ja. Utopie. Wenn unser einer vor 15 Jahren behauptet hätte, dass unsere Nachbarn aus dem Süden und dem Norden ins Heilige Land pilgern, die Südländer zum Einkaufen, zum Vergnügen, zum Krippele schauen und die Nordländer zum Arbeiten, da hätte euresgleichen aber gelacht über uns eins. Ja, da bleibt meinesgleichen aber das Lachen im Halse stecken. Über ihresgleichen Land, mein Herr, da lacht wenigstens ab und an die Sonne, ja, über meinesgleichen zur Zeit die halbe Welt. Hm. Eigentlich hat uns einer schon begriffen, dass der Louis-Trenker-Weg der richtige war. Aber inmitten der Werbung ist uns einer. Und ist mitten hineingegangen in die Tourismusfalle. Und hat somit alle Tradition von Bord geschmissen. Nein, sich verkauft. Unser einer hat sich verkauft. So wie euresgleichen unser eins gekauft hat. Ja. Und nun selber verkauft ist, weil er denkt, schon heimisch geworden zu sein. In seine eigene Tourismusfalle ist euresgleichen gegangen, sozusagen.